Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 10 von der Klausur Sommersemester 23 an. Bestimmen Sie das Taylor-Polynom fünfter Ordnung zur Funktion 2 hoch x um den Entwicklungspunkt x0 gleich 0. Als erstes bilden wir die Ableitung. Wir haben hier 2 hoch x. Ja, wir bilden die Ableitung bis zur fünften Ordnung. Sollen wir das Ganze mal? Also für die ersten 5 Ableitungen bilden wir. 2 hoch x abgeleitet. Wenn Sie nicht wissen, wie das abgeleitet wird, kein Problem. Wir gucken einfach in die Formelsammlung und da finden wir für Exponentialfunktionen a hoch x die Ableitung ln a mal a hoch x. Also in unserem Fall ist a 2, also ln 2 mal 2 hoch x. Gleich ln von 2 mal 2 hoch x. So, ln von 2 ist ja einfach nur ein konstanter Faktor, den ich jetzt beim Ableiten mitnehme. Das heißt, dann steht da ln 2. Einfach mitgeschrieben und jetzt bilden wir die Ableitung von 2 hoch x und die Ableitung von 2 hoch x ist ln 2 mal 2 hoch x. Das heißt, wir haben ln 2 mal ln 2 und das können wir auch kurz schreiben als ln 2 zum Quadrat mal 2 hoch x. Und das geht jetzt so weiter. Wir werden also jetzt einfach mit den Ableitungen immer nur statt Quadrat kommt nochmal ln 2 dazu. Also hoch 3. Dann kommt nochmal ln 2 hoch zu. Also dann hoch 4. Na, mehr passiert hier also nicht. Das heißt, f3' von x ist ln 2 hoch 3 mal 2 hoch x. f4' von x ist dann ln von 2 hoch 4 mal 2 hoch x. Und dann noch f5, also fünfte Ableitung von ln x, ist ln von 2 hoch 5 mal 2 hoch x. Also tatsächlich einfach immer nur mal ln 2. Mehr passiert hier gar nicht. Dann müssen wir die Funktion und alle Ableitungen am Entwicklungspunkt 0 auswerten. 2 hoch 0, irgendwas hoch 0, ist immer 1. Das gilt natürlich jetzt für alle 2 hoch x. Das heißt, wenn ich in die Ableitung das einsetze, steht da 1 mal ln 2. Das heißt, die Lösung ist ln 2. Ich schreibe mal immer die gerundeten Zahlen dahinter, 0,693. Das gleiche. In die zweite Ableitung eingesetzt ist halt ln 2 zum Quadrat oder 0,480. Also ich glaube, man merkt, das ist jetzt eine Aufgabe, die sehr unspektakulär ist, ja, weil man immer das Gleiche hier macht. 0,333, f4 an der Stelle 0, also einfach, ne, ist ja immer mal 1, immer das mal 1, das mal 1, ne, also ganz einfach. Dann ungefähr 0,231 und dann haben wir hoch 5 ungefähr 0,160. Gut, dann schreiben wir noch mal einmal allgemein hin, wie das Taylor-Polynom aussieht. Schreiben wir jetzt mal T5, wir gehen bis, obwohl wir machen das allgemein, unten schreiben wir dann 5. Also f an der Stelle x0 wird ausgewertet, dann f' an der Stelle x0 durch 1 Fakultät mal x minus x0 hoch 1 plus f2' an der Stelle x0 durch 2 Fakultät x minus x0 zum Quadrat und so weiter bis fn an der Stelle x0 kommt durch n Fakultät x minus x0 hoch n. Gut, also wir sollen das Ganze jetzt bis zur fünften Ordnung machen. F an der Stelle x0 ist 1. Plus f' an der Stelle x0. Wir können das mit ln 2 schreiben. Ich mache es jetzt einfach mal so. Ln von 2 durch 1 Fakultät ist 1 mal x minus 0 hoch 1, also einfach nur mal x. Dann haben wir weiter. f2' ist ln von 2 zum Quadrat durch 2. Mit 2 Fakultät 1 mal 2 ist 2. X minus 0 zum Quadrat, also x Quadrat. Plus ln 2 hoch 3 durch 3 Fakultät ist 1 mal 2 mal 3. 2 mal 3 ist 6, also durch 6 mal x minus 0 hoch 3, also x hoch 3 plus ln 2 von 2 hoch 4 durch 4 Fakultät, also die 6 nochmal die 4, sind wir bei 24 x hoch 4. Und dann das letzte, ln 2 hoch 5. Dann müssen wir 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 rechnen. Also 24 mal 5 kommt raus 120 mal x hoch 5.
Und dann können wir das Ganze natürlich auch in ausrechnen. Ln von 2 hatten wir oben schon, ist 0,693. Ln von 2 Quadrat ist 0,480 durch 2, 0,240. X Quadrat und so weiter. 0,0555 x hoch 3 plus 0,00962 x hoch 4 plus 0,00133 x hoch 5.